Diesmal fahren wir mit euch durch die einzigartige Natur von Island. Details zu der Reise findet ihr wie üblich in meinem Blog. Den Link gibt es in der Beschreibung zum Video. Wir fahren durch das Hochland und durch die Berge des Nordens. Wir sind bei den Fjorden ganz im Osten. Und in der schroffen Landschaft des Südens. Wir sehen Eisberge treiben und heiße Quellen brodeln, riesige Wasserfälle. Oder ganz grüne Landschaft. Der Goldene Kreis ist der touristische Hotspot von Island. Es sind nur 100 Kilometer von Reykjavik bis zum Gullfoss. Laugavatn heißt auf Isländisch Badesee. Durch seine unterirdische Heizung hat der See tatsächlich 12 Grad, sodass man theoretisch in ihm baden kann. Nur 30 Kilometer entfernt finden wir den Geysir, der allen Wasserfontänen auf der Welt seinen Namen gab. Der Strokkur bricht alle 5 bis 10 Minuten aus und ist dadurch eines der meistbesuchten Attraktionen Islands. Aber wir sind ja mit dem Wohnmobil hier. Und dadurch können wir dieses Naturphänomen einfach mitten in der Nacht besuchen. Um Mitternacht sind wir hier ganz alleine mit dem Strokkur, während tagsüber hier hunderte Reisebusse stehen. Nur wenige Kilometer weiter gibt es den Gullfoss zu sehen. Wegen des immensen Sprays ist hier Regenkleidung unerlässlich. Vom Gullfoss aus geht es Richtung Norden quer durch das Hochland. Durch unendliche Lupinenfelder und karge Berge. Auch einen Fluss müssen wir furten. Überhaupt ist es eine schwere Tour für unser Wohnmobil. Aber die Mühe lohnt sich. Denn Veravilja ist das schönste Geothermalgebiet Islands, finde ich. Und den schönsten Hotpot, den gibt es hier auch. Und die Temperatur kann man auch noch selber einstellen, denn es gibt zwei Rohre, eines mit heißem und eines mit kaltem Wasser. Und weiter geht es Richtung Norden, wo uns viele Schafe und viele Pferde begegnen. Und schließlich kommen wir an der Nordküste an, wo in Hofsos das Schwimmbad mit der sicher schönsten Aussicht steht.
Der Norden der Insel ist deutlich weniger besucht als der Südwesten. Aber nicht weniger uninteressant. In Siglufjörður unternehmen wir eine einsame und lange Bergwanderung. Mitten durch die Schneefelder. Und das Anfang Juli. In Akureyri sollte man unbedingt eine Waltour buchen. Alleine schon die Fahrt auf dem Fjord ist atemberaubend. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, wenn die großen Buckelwale an die Oberfläche kommen. Auch den naheliegenden und touristisch sehr beliebten Godafoss besuchen wir um Mitternacht. In Mývatn besuchen wir wegen des schlechten Wetters nur das dortige Schwimmbad. Und die Höhle Grottakja, in der man leider wegen der hohen Temperatur nicht mehr baden darf. Besonders spektakulär wird es am größten Wasserfall Europas, dem Dettifoss. An der Ostseite kommt man ganz dicht an die Fallkante heran. Und ruhig ist es hier auch noch, denn die große Aussichtsplattform ist auf der Westseite. Und eine Brücke gibt es nicht. Der Osten ist geprägt von hohen Bergen und tief eingeschnittenen Fjorden. Auf der Fahrt hierher bekommen wir es wieder einmal mit ein paar rauen Pisten zu tun. Empfehlen können wir die Wanderung zum Hengifoss. Dem dritthöchsten Wasserfall auf Island. Auch ganz im Osten unternehmen wir eine traumhafte Wanderung direkt am Fjord entlang, mit vielen Wasserfällen und einer traumhaften Aussicht.
Je weiter wir in den Süden kommen, umso grüner wird es. Und auch hier immer wieder riesige Fjorde, die eine Fahrt von 30 Kilometern Luftlinie zu 180 Kilometer auf der Straße ausbauen. Und in Leknes fangen dann die ganz besonderen, riesengroßen, schwarzen Strände an. Und je weiter wir in den Westen fahren, umso mehr Gletscher bekommen wir zu sehen. Bis wir dann am größten Gletscher Europas ankommen, dem Vatnajökull. Die Fahrt in den Süden ist geprägt durch die Gletscher auf der einen und das raue Meer auf der anderen Seite. Nie vergessen werden wir die Nacht und zwei Tage in der Gletscherlagune Jökulsárlón. Stundenlang schauen wir uns einfach nur vorbeitreibende Eisberge an. Um Mitternacht wird es dann herrlich ruhig in der Lagune. Einer der schönsten Übernachtungsplätze während unserer Reise. Und um tagsüber dem Trubel zu entkommen, wandern wir 10 Kilometer um die Lagune herum. Wir sind stundenlang allein mit dem Eis. Dieser Strand hier nennt sich Diamond Beach und ich muss, glaube ich, nicht erklären, warum das so ist. Eine Bootsfahrt auf der Lagune gehört zum Pflichtprogramm. Wir haben uns für ein Zodiac entschieden. Damit sind wir sehr schnell am Gletscher. Und ganz besondere Eindrücke gibt es gleich mit dazu. We'll be right back.
Bei der Weiterreise geht es erstmal stundenlang durch endlose Lupinenfelder, bevor es dann richtig grün wird. Und in Wieck treffen wir dann wieder auf richtig schwarze Strände. Und zum Schluss unternehmen wir eine Wanderung in Viragerdi. Wie man sieht, handelt es sich hier um ein Hochtemperaturgebiet. In dem Fluss kann man baden. Wegen des wirklich sehr schlechten Wetters haben wir das Baden aber dann doch sein lassen. Beeindruckend ist es hier trotzdem.